Volker Reifenberger von den Freiheitlichen ist der nächste Redner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizekanzler, sehr geehrte Frau Bundesminister, Hohes Haus. Österreich ist ein Bergland und sogar in unserer Bundeshymne heißt es Land der Berge. Österreich ist aber auch ein Tourismusland. Und die Almwirtschaft wird bei uns seit Jahrhunderten betrieben. Und die Almwirtschaft liegt auch im öffentlichen Interesse. Deshalb wird sie auch entsprechend finanziell gefördert. Das tragische Unglück und das darauffolgende umstrittene Urteil, das quasi Auslöser für die Diskussion war, die dieser Gesetzesänderung zugrunde liegt, das ist uns, glaube ich, schon allen bekannt, Frau Kollegin Gries. Und der Aufschrei in der Landwirtschaft war zu Recht groß. Nach jahrelangen Gerichtsverhandlungen wurde der betroffene Landwirt zu einer Schadenersatzzahlung im sechsstelligen Bereich verurteilt. Nach Auffassung des Gerichts war es in diesem Fall nämlich zu wenig, auf die von den Kühen ausgehenden Gefahren hinzuweisen. Die aufgestellten Warnschilder, Achtung Mutterkuhhaltung, waren nicht ausreichend. Der Landwirt hätte nach Auffassung des Gerichtes die Weide zumindest in dieser Fläche, wo die Unfallstelle war, einzäunen müssen. Ich komme aus dem Bundesland Salzburg und da wird es sehr emotional diskutiert, dieses Thema, ähnlich wie zum Beispiel in Tirol, wo der Vorfall passiert ist. Es wäre katastrophal, wenn durch eine überbordende Haftung die Alm- und Weidewirtschaft entsprechend eingestellt würde. Ohne eine Bewirtschaftung würden die Almen rasch verwalten und das wäre ein enormer Schaden für die heimische Tourismuswirtschaft. Die Tiere würden dann den Sommer im Tal häufig im Stall verbringen müssen. Es macht daher Sinn, die zu erwartende Eigenverantwortung ins Gesetz zu schreiben. Eigenverantwortung. Ein Gesetz, das in unserer Vollkaskogesellschaft leider häufig viel zu kurz kommt. Wir machen eigentlich nichts anderes, als dass wir den Hausverstand ins Gesetz hineinschreiben. Wir wollen nämlich keine amerikanischen Verhältnisse haben, wo für jedes Unglück, und so tragisch es natürlich auch sein mag, immer ein Schuldiger gefunden werden muss, der dann die Haftung zu tragen hat. Und wir wollen auch nicht, dass die Landwirte künftig ihre Betriebe führen müssen in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, damit ihre Existenz wirtschaftlich nicht bedroht wird. Sollen wir unsere naturbelassenen Almweiden durch kilometerlange Zäune vom Wanderer abtrennen? Das ist in weiten Teilen von unserem Land erstens mal überhaupt nicht möglich, zweitens nicht wirtschaftlich vertretbar und auch nicht zumutbar. Das ABGB ist über 200 Jahre alt und der Paragraph, den wir hier heute ergänzen, wurde das letzte Mal im Jahr 1917 geändert, also auch schon mehr als 100 Jahre her. Die Zeiten haben sich aber verändert. Die Freizeitsportler werden immer mehr und sie erobern mit ihren E-Bikes immer mehr die Almen. Dadurch kommt es zwangsläufig Konflikte, auf die der Gesetzgeber reagieren muss. Aber vergessen wir nicht, unsere Landwirte halten keine gefährlichen Raubtiere auf ihren Almen. Wenn man so mancher Schlagzeile der Boulevardmedien folgen oder Glauben schenken müsste, müsste man eigentlich glauben, die Kuh ist der schlimmste natürliche Feind des Menschen. Man könnte fast meinen, bei unseren heimischen Rindern hätte sich eine schleichende Mutation eingestellt und die Mahlzähne sind zu spitzen Reißzähnen geworden und auf einmal handelt es sich um menschenfressende Bestien. Viele vergessen aber in ihrer Eigenverantwortung, dass Kühe häufig mitgeführte Hunde als Bedrohung wahrnehmen können und dass gerade bei der Mutterkuhhaltung aufgrund des natürlichen Instinktes natürlich die Kühe ihre Kälber schützen. Und so, wie es im Skirecht die FIS-Regeln gibt, die bei der Haftung für Verschulden und Mitverschulden herangezogen werden, so sollte es auch entsprechende Verhaltensregeln für Wanderer geben, die hier herangezogen werden. Gewisse Spielregeln braucht es eben auch für die Benutzer von Almwegen. Und auch wenn Frau Kollegin Gries und jetzt im Anschluss gleich der Herr Kollege Noll mit rein juristischen Argumenten gegen diese Gesetzesänderung wettern, so stehe ich dazu, dass wir hier ein klares Zeichen für unsere Landwirte setzen müssen und dass wir in dieser Frage hinter der traditionellen Almwirtschaft stehen. Wir führen hier keine rechtswissenschaftlichen Diskussionen an der Universität. Wir tun etwas für die Landwirtschaft in unserem Land. Und das ist auch eine ganz klare politische Botschaft, die wir damit vermitteln. Bewerben Sie sich doch als Legisten beim Herrn Justizminister im Ministerium. Da sind Sie sicher gut aufgehoben. Diese Arbeit werden Sie sicher gut machen. Aber bezeichnen Sie sich bitte nicht als Politiker, die etwas Positives in diesem Land verändern wollen. Und Herr Kollege Noll, Sie werden gleich ans Rednerpult kommen und Sie werden sicher auch sagen, auch Sie haben Salzburger Wurzeln, aber anscheinend sind Sie schon zu lange weg von Salzburg und zu lange in Wien, sodass Sie die Lage vor Ort nicht mehr richtig einschätzen können.
Und vermutlich haben Sie schon seit vielen Jahren keinen Almboden mehr betreten. Volker Reifenberger war das von der FPÖ eher verteidigt, den Vorschlag der ehemaligen Regierungsfraktionen und